Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 Fortune Island. Und ja, wie es letzte Mal versprochen, vor der großen Weihnachts- und Silvesterpause geht's heute weiter natürlich mit dem ersten Königsegg, der überhaupt gebaut wurde, dem CC8S, beziehungsweise der überhaupt verkauft wurde, aus dem Jahr 2002 mit einem ca. 664 PS starken V8 Twin Kompressor aufgeladenen Motor. Ja, da würde ich sagen, ist Power drin. Und ja, er hat eine schöne schwarze Lackierung bei mir bekommen. Ich würde sagen, wir probieren ihn jetzt einfach mal aus. Machen das Ding mal auf und das gehen nur die Türen auf. Ach, schade. Aber so von der Seitenlinie her, weil der Motor ist auch von Ford, ne? Den haben sie damals von Ford gekauft. Erinnert ja schon so ein bisschen an einen Ford GT. Ne? Diesen Mark 40. MK40 heißt der so, Mark 2. Den alten Ford GT halt. Oder den aus Anfang der 2000er. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schauen uns heute mal an, was so geht im etwas verschneiten Fortune Island, weil ich ja, wie gesagt, jetzt ein paar Wochen nicht gespielt habe. Das ist mal schicker Innenraum noch mit CD-Schlitz. Ja, 2002 war CD noch voll das geile Ding, du. Bin auch ein bisschen traurig bei meinem neuen Auto, was ich jetzt habe seit Ende November, dass es kein CD-Fach mehr hat. Ja, ich habe sehr viel CDs und die werden jetzt einfach mal schön verstauben. Vielleicht bringe ich die mal aufs Handy oder auf dem USB-Stick oder so. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hören wir uns den V8-Motor mal an. Und man hört auch den Kompressor ganz gut raus. Sehr schön. So, genau. Was ich noch machen muss, ist einmal. Was haben wir das denn? Jetzt muss ich gerade überlegen. Einstellungen. Schwierigkeitsgrad, genau. Gehen wir mal auf sehr erfahren hoch. So, weil ich in letzter Zeit für mich halt ein paar Forsaton-Sachen gemacht habe. Also da nicht wundern, ich habe sogar hier auf Fortune Island zwei weitere Schätze schon freigeschalten. Und daher, ja, nicht wundern. Die machen wir dann auch noch. Vielleicht fangen wir heute sogar noch einen mit dem Jeep da an. Gucken wir mal, auf jeden Fall schauen wir heute erstmal, wenn das Spiel mich lässt. Genau so. Ich brauche unbedingt einen neuen Xbox-Controller, ich merke es einfach. Ein paar Straßenveranstaltungen zu machen, die wir noch nicht haben. Da will ich mal den Filter auch mal anders setzen. Straßenrennserie, so. Haben wir sogar eine Saisonveranstaltung. Die eine haben wir sogar schon abgeschlossen. Die Nadelbergrennen. Da haben wir noch Moorland Super Rundstrecke. Waldsprint. Was haben wir da noch? Fortune's Descent Sprint. Oder heißt Fortune? Wir haben auf jeden Fall vier, fünf Strecken heute zur Auswahl. Ob wir die alle schaffen? Ich glaube nicht. Außer wir schalten noch ein paar frei. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier das Ding hoch. Und dann schauen wir mal, wie er sich tut. Was wir so am Tuning vielleicht noch machen können. Ne? Aber wir müssen uns erstmal an diesen heckgetriebenen 664 PS starken Schwedenmonster ein bisschen gewöhnen. Deswegen. Veranstaltung beitreten. Ja, bitteschön. Solo bitte. Könntest du den Hypercars? Scheint so, ne? Ja. Was hat man eigentlich sonst so außer guten Agera RS? Gut, mein einziges X-Auto, das ich so hab. Ansonsten. Ja, hätten wir schon eine Auswahl, aber wir wissen schon mal, was uns da so alles, sag ich mal, erwartet. Und übrigens das Outfit, was ich da jetzt anhab, die rote Jacke und die Hose und Mütze und so und auch das T-Shirt, das ist ein bisschen angelehnt an den lieben Darius aus Need for Speed Carbon, der den Hauptbösewicht gespielt hat. Irgendwie habe ich gedacht, die Jacke schaut ihm recht ähnlich und mein Charakter hat zu dem Zeitpunkt auch eine schwarze Kappe aufgehabt. Ich bin nachgeschaut, was der so kann oder wie der so aussah. Was er so kann, wissen wir. Audi A8 fahren? Nein. Auf jeden Fall. Ja. Habe ich das so gedacht, machen wir mal so. Oder Lamborghini Aventador J, glaube ich, ist das. Der rote da hinten unter uns, den kriegt man auch noch. Den kriegt man auch noch. Jetzt schauen wir mal. Dass ein Aventador teilweise auch zum Hypercar zählt. Okay. Jawohl, Hypercar, ich sag mal alles so ab 650 PS. Kann man schon als Hypercar zählen, oder?
Obwohl, ja, war gar nicht so schlecht. So. Da sind schon ein paar schöne Sachen, aber auch seltene Sachen. Pagani zum Beispiel. Oder hier Noble. Vor uns. Ja, Nobles sind auch so ein Auto. Die habe ich auch erst kennengelernt durch Horizon 1. Let's Play dazu übrigens gibt es hier auch auf dem Kanal. Über 33 Folgen zu Forza Horizon 1. Dem Let's Play. Also das, da wird jedes Rennen gefahren. Noch jedes gewonnen. Übrigens, by the way. Ja, aber komplette... Ein komplettes Let's Play zum allerersten Forza Horizon. Das uns hierher geführt hat, mehr oder weniger. Auf den Needles Pass. In Fortune Island. Ich weiß nicht. Fortune Island klingt irgendwie besser. So, wir kommen aber nicht an Nummer 5 vorbei. Gut, wir haben natürlich jetzt Standardbereifung und so drauf, wenn die jetzt natürlich Winterreifen haben. Gut, wir fahren jetzt auf der Straße, da ist es halb so wild, aber trotzdem. Winterreifen wären natürlich hier und da scheint schon bei den ein oder anderen vereisten Flächen ein bisschen vorteilhafter. Na gut, wir haben noch ein paar Prozent zu fahren und wir sind ziemlich nah beieinander vom Feld her. Gut, die Rennlinie ist jetzt natürlich nicht optimal. Ich habe jetzt auch wirklich... Einen Tag vor der Aufnahme habe ich noch den Herbst-Forsathon gemacht. Das war noch eher mit... Ja gut, es war mit einer Dodge Viper und dann Geländefahrzeugen noch. Müssen wir noch ein bisschen was machen. Und den Forsathon vom Winter habe ich auch schon ein bisschen angebrochen heute noch. Kurz vor der Aufnahme, einfach mal zu gucken, wie OBS nochmal läuft. Und wir haben nochmal zwei Plätze gut gemacht, sehe ich gerade. Ja, wie mein PC nochmal läuft, ne? Weil PC-Aufnahmen und ich, das ist gerade immer noch nicht so mein liebstes Ding. Aber hey, vierter Platz schon mal geholt. Läuft gar nicht so schlecht. Was würde ich dem Ding verpassen? Leichter machen. Leichter machen würde ich ihn. Gut, da war natürlich auch ein Zenwo war auch noch mit dabei. Ja, guck mal, wir waren ziemlich schlecht mit 883, ne? So. Vorletztes Auto vom Eli hier. Also, haben wir gut mithalten können. Ein paar Autos. Und wir haben auch, ich habe auch gut Geld auf dem Konto, ne? 16 Mille. Ich will nichts sagen, das Schloss kommt bald, ne? Also, das Edinburgh Castle kommt bald. Da gibt es dann auch nochmal eine Folge dazu, wenn wir es dir holen. Das ist mal Stufe 97. Wir haben etwas Großes für die Fortune Island Entscheidung aufgefahren. Mehrere große Dinge sogar. Halt Ausschau nach Hashtag Leviathan und Hashtag Kraken. Okay. Release the Kraken! 75.000 nochmal schön aufs Konto, sehr gut. So viel hätte ich gerne auch auf dem Konto. Will ich erstmal zwei Jahre lang machen, worauf ich Bock habe. Oder ein Jahr lang zumindest. So. Genau. Fahren wir da gleich wieder runter, mehr oder weniger, oder? Ich würde sagen, da fahren wir gleich mal. Oder gehen gleich mal zum Festival. Ich will auch immer noch. Ich will nämlich noch gucken, was bei dem Auto so geht, was man da so machen kann. Und den Truck hier, dieses Offroad-Ding, da bin ich auch schon gefahren. Auch ein geiles Teil. Werde ich vielleicht auch nochmal zeigen. Aber da werde ich den ein bisschen umbauen müssen, weil ich habe den voll aufgebaut. Ist ganz geil, um geradeaus durchs Gelände zu krachen, aber um Rennen zu fahren, nee, Kurven sind nicht so sein Ding. Dafür ist er dann doch zu stark mit, oh, ich weiß nicht, viel zu viel PS einfach. So, Upgrade und Tuning. Wie gesagt, viel will ich nicht verbessern, aber so ein bisschen was, ne? Müssen wir mal gucken, was so geht. Können wir noch V12 Motoren, V8 reinmachen? Ah, wir haben doch schon V8. Na gut, dann noch ein bisschen mehr Liter und erhöht auf 1000 kW. Also, das ist dann der Agera oder Regera Motor. Das kann schon sein. Ne, 1-to-1 ist das natürlich. Genauso viel Newtonmeter wie PS Twin Turbo. Das ist der Motor, okay. Könnten umbauen auf Allrad. Wir auch schon mal einiges bringen und wahrscheinlich noch auf Turbo, wenn wir wollten, ne? Ja. Ne, wir bleiben beim Kompressore. Und ja, auch beim Heckantrieb bleiben wir mal. Das geht optisch so. Ne, Forza Standardgedönse. Nein, lass doch die Spoilerlippe in der Mitte dran, die hindert doch kein echter Umbau. Ne, dann nicht. So, Bereifung.
Lohnt sich wirklich Winterreifen? Das ist die Frage, ne? Und die Reifen kosten nichts? Doch, 10.000. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ich habe nämlich rechts geschaut, aber das ist der Korb, den ich habe. Na komm, wir machen Winterreifen mal drauf. Und auch breitere Reifen. So, Felgen würde ich mal lassen. Die schauen eigentlich ganz nice aus, genauso von der Größe. Spurverbreiterung. Macht das Sinn bei dem Karren? Ja, nur eine Stufe vorne, hinten. Ja, hinten können wir es ganz machen. Dann schaut es vorne und hinten ungefähr ziemlich schlüssig aus. Antrieb. Ich wollte den ja ein bisschen leichter haben, oder? Was wiegt denn der überhaupt? Der wiegt halt schon mal weniger, ne? Aber, na, guck mal. Ein bisschen weniger Gewicht. So. Antrieb. Was schafft denn der eigentlich so? Topspeed-mäßig. 387, das passt eigentlich. 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Gut, da geht besser, geht mehr, ist klar. Was kann man hier noch machen? Können wir hier noch eine Kleinigkeit machen, um den auf 900 zu kriegen? Ich glaube nicht, ne? Also genau 900, denke ich mal, wird nicht gehen. Ja, das sind alle Veränderungen schon zu groß. Jetzt gucken wir einfach mal, was so geht. 907 sogar, da gibt es ordentlichen Leistungsschub natürlich. Andere Ventile, größerer Hubraum. 5,2 Liter, 25 kW. Eigentlich wollte ich schon in der Klasse bleiben, wenn es geht, aber irgendwie... das könnte man machen. Wird man natürlich wieder ein bisschen schwerer, aber Rennladeluftkühler geht ja gar nicht mal so schlecht. Rennschwungscheibe machen wir auch noch rein, alles was Gewicht bringt. Warum nicht? So, 8 kW mehr und über 100 Kilo weniger. Einstellung installieren bitte. Dankeschön. Jetzt habe ich eigentlich geschaut, was der da schafft. Da schauen wir gleich mal im Tuning nach. Vielleicht kann ich am Getriebe noch ein bisschen was ändern. Wer weiß. So. 390 schaffen wir jetzt auch. Hör, guck. 8 kW. Bringt ordentlich was. Getriebe kann man sogar ändern. 336. Merken wir uns mal. Gehen wir komplett auf Geschwindigkeit. 388. Ja, wir beschleunigen etwas mehr, ne? Ja, so ein Tick schneller. Ein Tick schneller. Ein Tick schneller sind wir in der Beschleunigung. Und die 390 fahren wir so oder so noch. Ah, jetzt, nee, wir bleiben beim schwarzen Design. Das gefällt mir. Bisschen Understatement, Classy Dingens. Zingens. Doch, und auch die Felgen gefallen mir. Erinnern mich so ein bisschen an so Lamborghini-Felgen von früher. So Countach-Felgen. So, jetzt mal vorne, da oben und da sind. Schön Forscherton. Schön für ihn. Den machen wir jetzt einfach mal. Also das Rennen da oben, nicht den Forscherton. Der ist jetzt. Der ist eher in 5 Minuten am Start. Das sehe ich gerade. So, nochmal hier. Nochmal ein Hypercast. 5 Kilometer. Gib ihm. Jetzt. So. Jetzt haben wir den mal an die Leistungsklasse rangebracht. Mit Winterreifen, Spurverbreiterung, Tick mehr Leistung und vor allem weniger Gewicht. 100 Kilo ist schon eine Menge. Der arme Lambo-Fahrer, ganz ehrlich. Der arme Lambo-Fahrer. Bei dem Wetter. Wenn es nicht schneien wird, wäre es ja vielleicht noch in Ordnung. Wir haben einen großen Nachteil im Vergleich zu den anderen. Wir haben kein Allrad. Vorteil ist, wir sind leichter. Dadurch. Also, es ist alles, also im Start sind wir voll im Nachteil. Aber wenn es dann mal um... kein Drift. Schöner Drift, aber... Trotzdem, Leute. Wie gesagt, im Nachteil ist, wie gesagt, der Start. Aber der Rest sind wir dann einen Tick besser, wenn es ums Rausbeschleunigen geht. Leider haben die Allrad-Jungs auch einen größeren Vorteil, aber wie gesagt, wir durch unser weniger Gewicht, weil wir bestimmt 200 Kilo weniger haben als die. Minimum. 200 Kilo, sage ich mal, haben wir mindestens weniger als die.
Ist sogar 300. Kommen wir einfach besser um die Kurven oder aus den Kurven raus. Wir kommen jetzt schon gefühlt besser voran als vorhin. Ah, da ich nicht unbedingt Bremsen brauchen. Sogar noch mehr ins Rutschen gekommen. So. Wir sind jetzt auch schon mal auf dem vierten Platz, aber ich glaube, es wird auch nicht besser. Nee. Da merkst du dann einfach, dass Allrad in dem Spiel talübertrieben stark ist. Es ist halt immer so, wenn du ein Auto fährst mit Allrad, bist du schon mal in den Top 5 automatisch. Da ist sogar ein CC8S mitgefahren, aber gut, wenn der von Anfang an natürlich weiter vorne ist als wir. Ja, aber gut, vierter Platz, ist ja in Ordnung. Ich fühle mich mit dem Auto jetzt hier auch einen Tick wohler. Man merkt aber auch, dass er halt leichter geworden ist, der Wagen, ne? Das wäre, das ist möglich, das ist spürbar, sag mal so. So, die Hälfte von der Runde haben wir jetzt dann auch schon. Soll ich sagen, machen wir noch ein Rennen? Ja, ein, oder? Machen wir noch ein Rennen? Oder haben wir noch einen Rundkurs? Er hat aber Bock auf Sprint eher. Irgendwo einen kleinen Sprint? Ja, hier. Gebe den Sprint, Baby. Da habe ich einfach mehr Bock drauf auf Sprintrennen. Sprintrennen sind einfach cooler. So. Und gib ihm. Ich muss die Emotes auch mal wieder ändern. So, jetzt auch schon, ey, ich glaube, über 2 Monate bald drin. Wahnsinn. Gut, für euch als Zuschauer ist es wurscht, aber ich, wenn dann doch mal ein bisschen für mich auch so spiele, ne, dann doch ein bisschen langweilig. Toll, jetzt haben wir hier Friede, Feuer, Eierkuchenwetter oder was? Klar, dass der Zenwo jetzt da durchbricht. Alter, komm schon. So, come on. Weißt du, wenn ich jetzt einfach mal eine Strecke hätte, wo ich ein bisschen auch meinen Topspeed aus reizen könnte. Wir können 390 fahren und schaffen vielleicht mal 260 oder 270. Das gut läuft, komm schon, Lamborghini, weg. Oh, Mr. Noble Noble. Geh weg mit dem Hobel Hobel. Sorry. Wie ihr auch zu viert durch eine Kurve müsst. So, jetzt sind wir wieder auf dem vierten Platz. So, jetzt kann man hier wieder gut durch. Also, ich sag mal, Topspeed sind wir halt top, ne? Sieht man ja, guck mal, wie ich hier rankomme an die Kollegen. So, ein bisschen früher bremsen natürlich deswegen. 2 Lambo J, okay. Ventador J. Jetzt haben wir noch eine kleine Gerade vor uns. Schauen wir mal, ob wir es auf dem ersten Platz schaffen. Zumindest immer das erste Mal auf dem Podium. Das würde ich jetzt ungern wieder abgeben. Jetzt weiß ich schon, warum er gebremst hat. Aber gut durchgekommen. So, come on. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Gerade. Ja, Topspeed merkt man jetzt total, ne? So enge Sachen sind für die Allradtypen wieder gut, also die Lambos und so. Aber wir mit unseren Topspeed sind dann doch ein Tick besser. Man guckt, eine ganze Sekunde vorher ins Ziel gekommen, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Muhahaha. Sehr gut. Und ich würde sagen, weil in der Folge noch ein bisschen Zeit ist, würde ich jetzt einfach noch auf Schatzsuche gehen. Oder machen wir das in der nächsten Folge und fahren mit dem noch. Ich glaube, wir fahren mit dem noch ein Rennen und machen dann die nächste Folge einfach Schatzsuche. Ja, genau, so machen wir es. Wir machen eine Schatzsuche-Folge nächste Mal. Haben wir noch irgendwie ein cooles Rennen?
Was habe ich bei der Saisonveranstaltung? Hot Hatches. Sowas könnte man natürlich auch nochmal als Ding machen, ne? Dann noch ein kleines Straßenrennen oder fahren wir das hier? Komm, fahren wir das, dann fahren wir gleich hierher. Oh, schöner Blitz. 1,8 Kilometer bis dahin. Schauen wir, wie schnell die um sind. Dann machen wir jetzt noch einen Rundkurs, genau, und dann machen wir in der nächsten Folge noch schön Schatzsuche. Why not? Ist die Folge jetzt komplett dem Königseck gewidmet? Schade, dass man nicht richtig sieht, was das für eine Anzeige da in der Mitte ist, die man durch die Heckscheibe sieht. Schade eigentlich. Ist wieder ein Mini auch nochmal so eine Tachonadel oder ist es einfach nur schön Verkleidung? Sieht eher aus wie so ein Bordinstrument. Du hast dein Ziel erreicht. So, da. Solo, zwei Runden geht ja auf der Streckenlänge. Magst du denn aber nicht, wenn es so lange Strecken sind, du musst 4 Runden oder sowas fahren. Hat zwar auch was, aber so Ausdauerrennen fahre ich dann lieber wirklich in so Sachen wie Forza Motorsport oder Gran Turismo. Da macht es für mich irgendwie mehr Sinn als bei hier bei so einem Fun Racer, ne? So ein Arcade-Sim oder Simcade. Ist ein Simcade-Racer, was wir hier haben mit großem Arcade-Anteil. Also ein bisschen Simulation ist dabei natürlich. Aber es ist eher Arcade. Oder geht mir in die Richtung Arcade? Simulation wäre jetzt sowas wie Need for Speed. Simulation wäre sowas wie Forza Motorsport oder eher noch Race Room oder iRacing. Das ist ja eine richtige Simulation oder auch das Formel 1 Spiel, F1 2018. Das sind auch eher Simulation. Arcade wäre sowas wie Need for Speed zum Beispiel, ne? Oder wie hieß es, was erst rauskam? Super Street. Solche Geschichten, ne? Und hier haben wir so ein Zwischending. Mit einem Tick mehr Arcade-Anleihen, ganz ehrlich. Weil in das Spiel sich reinzufuchsen, auch nach längerer Spielpause, ist nicht so schwer wie jetzt eben bei einem Gran Turismo, sagen wir mal. Oh, Gran Turismo. Ja, Gran Turismo geht auch schon ziemlich in der Simulationsdingens, ne? Also bei Gran Turismo oder Forza Motorsport, denke ich mal, wird man sich schwerer tun, reinzukommen. Und vor allem auch so iRacing, Racing-Geschichten, als jetzt eben in Need for Speed oder eben Forza Horizon. Ja, wenn es dann wirklich auch so, um so Sachen geht wie Federhärte hier einstellen, Reifendruck da einstellen und so und Setup bis zum geht nicht mehr ausloten. Klar, geht hier auch alles, weil es ja alles auf Forza Motorsport basiert, aber trotzdem. Hier ist es nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen was vielleicht falsch eingestellt ist im Vergleich zu jetzt eben Formel 1 Spiel oder so. Sondern wirklich sein kann, wenn eine Feder 1 mm oder ein Zehntel Millimeter vorne links mehr bounce als hinten links, dann hast du gleich ein Zehntel verloren oder so. Klar, klingt jetzt kompliziert und komisch, was ich erklärt habe, aber so ist es halt teilweise. Hier komme ich jetzt mal bitte auf meinen gewohnten 4. Platz oder besser. Sollte weniger labern und fahren. Das ist immer so, wenn man sich nicht konzentriert und mehr aufs Labern achtet. Ja, da freue ich mich jetzt auf die Aufnahme von der Schatzsuche-Folge. Mache ja gleich danach, deswegen. Da kann man ein bisschen unkonzentrierter sein. Ne, jetzt wird bloß ein 7. Platz, okay. Hat mal einen Platz vorgekämpft, kann das sein? Das kann sein. Na, dann ist das halt so. Dann ist das halt so, dann ist das halt so, ne? Na gut. Nur 4 Sekunden langsamer als der erste. Das geht eigentlich. Klar, es sind nur riesen Zeitunterschiede in manchen Rennserien auch, aber. Das Publikum ist hier auf Fortune Island nicht so groß. Aber glaub mir, ganz Großbritannien streamt die finalen Inselrennen. Sorg einfach dafür, dass alle was zu sehen bekommen. Ja, das mache ich dann auf jeden Fall noch. Euch auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, hat gefallen hier mit dem Königseck CC8S. Doch, CC8S. Und ja, ich fahre jetzt noch ein bisschen über die Insel, mach mal hier und da noch ein oder andere schöne Foto fürs Thumbnail. Und ja, wenn es euch gefallen, lasst einen großen Daumen nach oben da oder einen dicken Daumen. Und Kommentaren da lassen, wenn es irgendwas zu sagen oder zu fragen gibt. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und für dich.